Bibu, Bibu, Bibu. Christopher Bibaku war der Held des Abends. Endlich wieder mal ausgelassen jubeln. 91 Tage haben sie auf dieses Gefühl warten müssen. Eilenburg schnappt sich 3 dicke Punkte in Berlin. Trainer Sascha Prüfer baut sein Team im Vergleich zum 0:3 gegen Luckenwalde auf 2 Positionen um. Noah Baumann und Arne Rühmann von Beginn an dabei. Eine gute Viertelstunde ist gespielt. Freistoß Hertha, Anis Benhatira in die Mauer. Verwirrung in der Box und in der Mitte Derry, Lionel Scherhand reagiert am schnellsten. Der 21-Jährige, einer aus dem Zweitligakader, dort schon mit 18 Spielen und 2 Toren. Hier mit der frühen Führung für die Gastgeber. 1:0 Hertha nach 16 Minuten. Wie steckt Eilenburg das weg? Ball erobert. Bibaku legt auf für Noah Baumann. Die Riesenchance zum Ausgleich für die Sachsen nach 24 Minuten. Die Hertha im direkten Gegenzug. Truss setzt sich durch gegen Alex Vogel in der Mitte. El Jindawi aus 3 Metern jagt er den Ball übers leere Tor. Kurz vor der Pause, Eilenburg nochmal. Benjamin Lewis. Keeper Kwasi Goch lässt den Ball fallen und Christopher Bibaku drückt ihn über die Linie. 1:1 nach 45 Minuten. Der 28-jährige Franzose mit seinem 4. Saisontor. 1:1, auch der Stand zur Pause. Zweite Hälfte, Freistoß Hertha, Nada El Jindawi. Marlon Morgenstern, keine Chance für Torwart Luca Bendel. 2:1 in der 52. Minute, Hertha wieder von Eilenburg. Steckt den erneuten Rückschlag gut weg. Bleibt dran. Moritz Kretzer. Bibaku schraubt sich hoch. 2:2. Der erneute Ausgleich. Die Sachsen wieder zurück im Spiel. Was geht hier noch? Vielleicht sogar ein 3:2 wie im Hinspiel. Freistoß Michael Schlicht. Bibaku wieder mit dem Kopf. Eilenburg dreht das Spiel. 3:2 für die Gäste in der 67. Minute. Und die Sachsen bringen den Sieg ins Ziel, gewinnen gegen die Hertha dank der 3 Tore von Bibaku. Klar hatte ich ein bisschen Glück, aber das war heute mein Tag. My day. Endlich. Der Mann des Abends, Christopher Bibaku. Der Franzose schießt Eilenburg mit dem ersten Dreierpack seiner Karriere zum 3:2-Sieg gegen die Hertha. Wir werden da schon mal ein bisschen Remi-Demi machen und hoffentlich 3 Punkte.